Moin Sie Geister, euer FIFA Sweaters back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen heute mal endlich zurück zu einem guten alten Pack Battle bzw. Pack and Play. Und heute um einen random 84 plus Inform Spieler. Und bei einem Pack Battle ist man nicht alleine. Mit dabei ist der Sweater Crew Member aus der Geister Crew. Grüße gehen raus an die Marvin Army, nämlich der gute alte Dragback FIFA. Yo Leute, was geht ab? Marvin Army ist nicht am Start. Und ja Leute, ich würde sagen, herzlich willkommen hier in dem Video auch nochmal in meinem Sweater. Wir öffnen jetzt hier diese 25k-Packs plus das Team of the Week-Pack. Ich bin echt mal gespannt, was du so ziehst. Ich habe meine Packs schon gezogen, aber um die zu sehen, müsst ihr bei mir vorbeischauen. No Eigenwerbung an der Stelle. Ist Leute. Natürlich so, Jungs. Ihr müsst natürlich gespannt bleiben, wem er alles so gezogen hat. Und jetzt seht ihr so, wem ich mir ins Team reinhauen muss. Habt ihr die SBC gestern abgeschossen für eine günstige, geile Lösung? Auf alle Fälle abchecken. Infokarte müsste eingeblendet sein, wenn ich wieder nicht zu faul gewesen bin. Erstes Pack, kleine Sternstück. Man kennt es von FIFA. Gabbiadini vom FC Southampton. Naja. Rico habe ich mal wieder im Pack, den hatte ich schon echt lange nicht mehr gezogen. Und die werde ich mir jetzt nacheinander einfügen, Jungs. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Pack. Aber ich kann es jetzt auch nochmal ganz schnell nach hinten scrollen. Da war nur noch das Etihad Stadium. Und ich würde sagen, bis gleich beim nächsten Pack. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Pack. Und Dragback gleich wieder mal mit Copyright-Musik am Start. Finde ich jetzt nicht so nice. Auf alle Fälle den guten Kollegen mal striken. Ja. So ist es, Jungs. Und da haben wir auf alle Fälle, oh shit, einen Stronglink zwischen Longley und dem guten alten Rico im Kasten. Das gefällt mir eigentlich schon mal ziemlich gut. Da lässt sich wenigstens mal mit einem Torhüter auf fast Full Camp, glaube ich, arbeiten. Dann haben wir jetzt Chester von Aston Villa. Und die anderen Spieler kann ich euch jetzt noch schnell im Kurzdurchlauf vorstellen. Das ist Carroll, passt jetzt nicht so nice. Parbon und Carrillo kommen eigentlich alles aus Ligen, die man nicht gebrauchen kann. Nächstes Pack hier am Schlüssel, es ist hoffnungslos. Und jetzt kommt natürlich Alter, einer rein, der ja gar nichts zu suchen hat, nämlich der gute alte Break. Joint hier mal mitten in der Aufnahme rein. Aber na gut, er hat mir einen Sonsi gebracht. Nächster Perfect Link, beziehungsweise grüner Link hier ja. An der Stelle. Break, wir sind gerade eben live in der Aufnahme. Ich bitte Sie, die Party zu verlassen. Ich danke Ihnen. Ja, Grüße gehen auf ihn raus. Abonniert natürlich beide Kanäle und damit hau ich wieder rein. Bis dann, Break, Digga. Richtig nice Aufnahme, dass bei mir immer Leute reinjoinen. Jetzt kommt, Jungs, letztes Pack. Und es wird wieder kein Walkout. Bitte große, etwas größere Sternschnuppe, Guys. Es wird Ralle Fährmann. Der passt natürlich überhaupt nicht rein. Aber den nimmt man trotzdem mal gerne mit. Dazu ziehe ich noch Sirigu, den ich auch nicht gebrauchen kann. Im letzten Pack nochmal zwei Goalkeeper. Aber na gut, ich hatte es ja schon oft genug gehabt in Aufnahmen, dass ich gar keinen Torhüter hatte. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Nicht so. 84 plus Team der Woche Spielerset. Ich hoffe mal, dass wir nach zwei Non-Walkouts in Folge mal Glück haben. Walkout. Und das ist jetzt kein Prank. Bitte, Jungs. Welche Flagge? Wartet, Flagge, Jungs. Wartet, Jungs. Brasilien. Coutinho. Es wird echt. Nein! 89er. Der ZM. Ja. Ja, Digga. Moin, Jungs. Ja, moin. Danke, also, Gott. Leute. Geht mit mir in eine Party, dann habt ihr Packluck, Leute. Dann habt ihr Packluck. Absolut broke Pack Reaction. Danke Gott, dass er endlich gerecht war. Nach zwei Non-Walkouts, Tovar und noch einem anderen Typen, den ich letztes Mal gezogen habe, Brooks. Endlich fucking Coutinho 89 plus. Danke. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir das Team um den Kollegen, denn er passt eigentlich überhaupt nicht gut rein. Ja, Jungs, das ist unsere Mannschaft eigentlich halbwegs in Ordnung. Die Innenverteidigung ist eigentlich ganz solide. Da noch Abate, der leider auf ziemlich wenig Chemie kommt. Hier haben wir eigentlich das eigentlich ziemlich gut hier mit zwei Spielern in der Verteidigung auf Full Cam. Dann haben wir unseren Stürmer noch auf voller Chemie. Leider nur Coutinho auf 4 Chemie bringen können, weil er Aston Villa nicht in der Premier League in diesem FIFA ist. Und dann noch ja, den ein oder anderen halbwegs guten Spieler Gabbiadini hier auf dem RM. Wird es dann am Ende richten müssen. Auf der Bank haben wir aber noch mit Carrillo einen richtig schnellen, sogar 5-Star-Skiller. Und noch mit Parbon ebenfalls einen richtig schnellen Spieler auf der Bank. Und da haben wir noch zwei Torhüter, die es am Ende auch noch richten können zur Not. Und jetzt würde ich sagen, Jungs, gehen wir hier rein in das Rückspiel gegen den guten alten Dragback.
Und hier sind wir auch schon beim Team des Rückspiels angekommen, Jungs. Ihr könnt ihr seine Mannschaft sehen. Er hat auf jeden Fall Jiménez 85er Inform gezogen. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Dazu eigentlich mit Vieto und Orellana dort vorne ganz gut bestückt. Izquierdo ist auch noch pässig und die Innenverteidigung hat, ist auch ganz gut verlinkt. Ich würde sagen, ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Und ich würde sagen, Jungs, rein ins Vergnügen, rein ins Match. Möge der Beste gewinnen, Digga. Und ab geht's. Oh, Skill Pass. Skill Pass. Chester setzt sich durch. Perotti! Nein! Der Typ ist irre. Alter, 69 Schuss. Ja, schön abgefälscht, Alter. Schön abgefälscht. Innenbein von. Ach, weil er ansonsten im Winkel gehauen hätte, Digga. Angriff! Und der 84 plus Team of the Week Spieler von mir setzt sich durch, Alter. I'm always the champion. I'm always. Digga, das ist drin gelassen und da wundern sich Leute, warum wir die arrogante Wetter Crew sind. Grüße gehen raus an Marvin United, an Bella Venox und noch an alle anderen. Coolen Typen. Na, was macht er? Nix macht er. Da ist er weg. Guck mal, der Rico, der denkt sich ja, Digga, der spendet wenigstens das Geld. Scheiße. Nein. Nein. So ein Hurenbock. Oh ja, weißt du, was ich dazu sage? In dein Gesicht. In dein Gesicht, Alter. In dein Gesicht. Der Videofreund schlägt hier zu mit dem 1-2. Wollen wir nicht die Sweater-Crew in Videofreunde umbenennen? Scheiße, Jungs, dann nicken hier ständig Lachflash und ihr kapiert nicht warum. Weil es ehrlich gesagt ziemlich unspektakulär für euch ist. Das ist auf alle Fälle mein Halbzeitfazit. Ist eigentlich ziemlich ausgeglichen hier. 5 Schüsse für Trackback, 8 für mich, dafür eher ein mehr aufs Tor. Ich habe mehr Ballbesitzer. Ich würde sagen, schon im Großen und Ganzen, diese eine Situation, wo er das Ding am Ende gemacht hat, wäre auch lächerlich gewesen, wenn er am Ende nicht reingegangen wäre. Sind wir da mal ehrlich. Jetzt bin ich auf alle Fälle gespannt, wie es hier im zweiten Durchgang weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Highlight. Ja, aber keiner läuft mit, aber es ist egal. Er braucht keine Mitspieler! Es ist halt echt so, er haut das Ding rein. Es ist, ich muss es nicht mehr kommentieren, Jungs. Der Juve sagt, der Juve spricht Bände von Drake Back einfach nur abfacken. Ja. Torreira, 2 zu 2. Einfach mal ruhig bleiben und Drake Back labern lassen, das ist jetzt die Taktik. Ich hab den jetzt mit dem Afrika-Scheiß auf alle Fälle den Ohrwurm des Jahres gegeben. Da ist er. Torreira. Oh, 3 zu 2 und wer ist es? Es ist Perotti, Jungs. Es ist die Legende. Und da wird einfach mal der Kobe Bryant-Jubel gemacht, glaube ich. Und ich glaube, der war auch wieder abgefälscht, oder? So stelle ich mir das vor, Jungs. Das ist wunderschöner Fußball vom Allerfeinsten hier nochmal schön vorbeigehebelt. Drakeback, was? So ein kleines Stück davor, meine PS4 auszumachen. So ein kleines Stück. Ich habe gerade ohne Witz, Mann, schon oben links vor meinem geistigen Auge gesehen. Drakeback FIFA hat die Party verlassen. Ich spreche. Jetzt zack. Zack. Grüße gehen raus an Drakeback FIFA. Wie ein Dilettant verhält er sich dort hinten. Das hat er jetzt nicht gebracht. Ja, Jungs, wir machen jetzt mal das Auto hier zusammen mit Drake weg. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da geht's auf alle Fälle rüber zum Ehrenmann Dragback, Mitglied der besten Crew auf YouTube. Ich wiederhole es immer wieder. Grüße gehen raus an die 31. Leute, war natürlich nicht ernst gemeint. Ich bin jetzt nicht ehrlich in Wait. Ich hab nur so gedacht, so, nachdem ich es davor so angedroht habe, kann man das jetzt mal nochmal verwirklichen. Ist auf alle Fälle richtig genial, Mann. Ich hab mir gerade eben so gedacht, Digga, was jetzt passiert. Aber naja, Jungs, da hat er wieder aufgelegt, da joint er wieder in die Party.